Herzlichen Dank, Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herr Rehbaum, ich fange für Sie mit dem Kaiser-Wilhelm-Zitat an. Muss ich doch eben nachgucken, weil gibt das berühmte Zitat von ihm: Ich glaube an das Pferd, das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung. Wir wissen, dass der Mann sich da geirrt hat. Aber ich will es einfach trotzdem ein bisschen, weil es spannend ist, die Diskussion um Motoren. Die älteste Motorenfabrik der Welt war und ist bis heute in Nordrhein-Westfalen, in Köln-Deutz. Die Deutzer Motorenwerke, 1864 gegründet von Otto, seit 151 Jahren dabei, Motoren zu produzieren. Gottlieb Daimler hat da gearbeitet, Wilhelm Maybach und Ettore Bugatti hat dort gearbeitet und in Köln-Mülheim im Keller ein Rennauto entwickelt. Also eine uralte, lange Tradition. Und trotzdem kann man das Gefühl kriegen, dass die Hochphase der Verbrennungsmotoren anfängt aufzuhören. Dass wir in der Übergangssituation sind in Richtung Elektromobilität. Wir wissen, dass die Verbrennungsmotoren technisch hervorragend sind, aber wir kennen die großen Probleme, die wir gerade in den Ballungsräumen, in den Städten haben, mit den Stickoxidbelastungen. Und wir wissen, dass wir sie kaum wegkriegen. Bei großen Motorenherstellern, wir sind neulich noch mal bei den Deutzer Motorenwerken gewesen, geht mittlerweile die Hälfte der Kosten eines Motors in die Abgasbehandlung. So, das heißt, das Problem stellt sich uns und es stellt sich uns immer stärker. Und deswegen ist es richtig, wenn man noch dazu weiß, dass ein Elektromotor ungefähr 8-mal so lange hält wie ein Verbrennungsmotor, sich damit zu befassen. Und wenn wir wissen, dass die Motorenherstellung und alles, was um die Fahrzeuge hängt, der industrielle Kernbereich in der Bundesrepublik ist, dann ist die Frage jetzt, sind wir fit genug in diesem Bereich oder kommen die neuen Techniken woanders her? Und das ist ja nicht umsonst so, dass nicht der modernste Elektrowagen, der attraktivste, der kommt nicht von Mercedes, der kommt auch nicht von Porsche, der kommt von Tesla, von einem Unternehmen, was mit Autoherstellung nichts zu tun hatte. Und es ist nicht ganz aus der Welt, sich vorzustellen, dass Elektrofahrzeuge in unseren Ballungszentren unter Umständen demnächst von Apple oder Google kommen. Und das wäre katastrophal, gerade für unsere Automobilindustrie und die Arbeitsplätze, die da dran hängen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Startschritte losgehen hier, dass wir nicht die Augen zumachen vor dem Hintergrund des Skandals bei Volkswagen, des Betrugsskandals um die Täuschung mit den Emissionswerten. Wäre es wichtig, dass unsere Autoindustrie Angebote auf den Markt bringt, die tatsächlich alltagstauglich sind und die für diejenigen, die die Autos kaufen sollen, akzeptabel sind. Da gibt es das Hochpreissegment von Tesla und es gibt das, was in Aachen mit dem Street-Scooter entwickelt wurde, in einem niedrigeren Preissegment für kürzere Strecken. Was der Nachteil der Elektromobilität ist, die Reichweite an der Stelle ein Stück weit aufgreift und wo es dann die Probleme nicht gibt. Das heißt, was wir machen müssen, ist Einsatzmöglichkeiten bei uns nutzen, bei Bussen, bei Lieferfahrzeugen, bei Taxen, bei Fahrzeugen für Pendler. Und ich glaube nicht, dass wir drum rumkommen, einen Anreiz zu setzen. Ich halte auch die Überlegungen einer Anschaffungsprämie für richtig, um überhaupt in den Markt Bewegung reinzubringen und dafür zu sorgen, dass unsere Autohersteller Angebote bringen. Sonst kaufen wir sie nachher woanders. Und das wäre für das, was wir an Arbeitsplätzen in dem Bereich brauchen, jedenfalls die allerschlechteste Lösung. Deswegen muss man die Bundesregierung natürlich dran messen, wenn sie sagt, 1 Million Elektrofahrzeuge bis 2020 und nicht meint, dass das Fahrräder sein sollen, dann muss die Bundesregierung auch irgendwann das mit Maßnahmen hinterlegen. Das ist die Forderung. Wie das im Detail aussieht, wie diese Anreize macht, darüber kann man streiten. Aber ohne die Anreize werden unsere großen Autounternehmen keine vernünftigen Angebote machen. Dass wir zusätzlich die Hausarbeit machen müssen, Ladestationen und alles andere entwickeln, auch in den Kommunen, dass wir Parkhäuser haben, wo man tatsächlich ein Fahrzeug aufladen kann, so wie wir es hier im Haus ja wahrscheinlich kriegen. Wir haben gehört, das Präsidium ist dementsprechend schon am Arbeiten. Das sind alles vernünftige Begleitschritte, auch die Standardisierung. Und trotzdem braucht es den Schub, wenn wir nicht das, was an Arbeitsplätzen in dem Bereich dranhängt, verlieren wollen. Deswegen ist die Aktuelle Stunde im Antrag richtig gewesen. Es muss diskutiert werden. Und wir werden an der Stelle auch in diesem Bereich vorangehen müssen, weil, wie gesagt, ansonsten wir genau diese Arbeitsplätze verlieren und sie woanders hin abgeben. Herzlichen Dank.